wertschätzen. Das ist immer gut. Erzürnte Bürger und Bürgerinnen wertschätzen, bis sie froh sind. Das hat Christian Lindner am Montag bei den Landwirten versucht. Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen. Da hat der Christian aber mal recht. Ich gehe dem Personal hier in meinen Stallungen auch durchaus mal zur Hand. Ruhig, Quecksilber, sonst wirst du sehr teure Pferdewurst. Nein, da bekommt man schon mit, was das für eine schwere Arbeit ist. Aber noch viel besser versteht man die Landbevölkerung, wenn man so als Chef der Bundesforsten oder wie ich, als Besitzer meiner Ländereien, wenn man da mal so durch seine Latifundien reitet und auch mal mit den Menschen redet. Das sind doch die echten Gespräche mit den echten Menschen, diese einfachen, unverdorbenen Landmenschen, die der kargen Scholle Leben abtrotzen. Das ist diese Verbundenheit mit dem Boden, der mir gehört, sicherlich. Aber diese Menschen, die sind so authentisch. Und diese urigen Knechte und Mägde, das sind ja nicht irgendwelche Nasenbohrer. Das sind ja Leistungsträger, die unseren Respekt verdienen. Im Gegensatz zu diesen faulen Pennern, die uns auf der Tasche liegen. Es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Dem Christian ist hier von den üblichen Verdächtigen vorgeworfen worden, er würde sich nicht nur anbiedern, sondern den sozial Schwachen die Schuld an den Misslichkeiten des Bauernstandes zuschieben. Na klar macht er das. Aber warum? Seien wir mal ehrlich. Wenn ich Menschen kein Angebot zu machen habe, wenn ich nicht sagen kann, da gibt's mir Geld, dann muss ich denen was anderes geben. Und was will der Mensch ebenso sehr wie Geld? Jemanden, auf den er hinabschauen kann, einen zum Treten. Symbolisch, symbolisch, sicher, sicher, sicher. Also, wenn man sparen muss, dann hilft dennoch die generelle Verachtung der Asozialen, um sich selber besser zu fühlen. Das ändert nichts, aber es ist ein Trost. Ja, was gibt's noch? Bürokratieabbau entlastet Sie, kostet den Finanzminister aber nichts. Ich bin deshalb bereit, mit Ihnen über all das zu sprechen, was die Produktivität Ihrer Betriebe stärkt. Das ist der Kasus Knaxus. Bürokratieabbau. Ich als Unternehmer fordere das auch immer wieder. Wir alle ersticken doch in Bürokratie. Und warum? Weil wir uns nicht vertrauen. Wer sich nicht vertraut, braucht Kontrolle. Und Bürokratie ist Kontrolle. Aber wir sollten doch alle in einer Gesellschaft leben, die auf Vertrauen basiert. Die darauf vertraut, dass die Landmenschen die Subventionen für Tierwohl auch für Tierwohl einsetzen. Ebenso, wie man mir vertrauen kann, dass ich meine Steuern zahle. Quecksilber, jetzt halt mal die Schnauze, wenn Vati hier spricht. Ich gebe doch keinen Scheiß fast 650.000 Euro für dieses blöde Pferd, wenn es mir ständig in die Kamera reinmacht. Und deswegen? Ich kann Ihnen heute nicht mehr staatliche Hilfe versprechen aus dem Bundeshaushalt. Aber wir können gemeinsam dafür streiten, dass Sie wieder mehr Freiheit und wieder mehr Vertrauen für Ihre Arbeit erhalten. Super, kein Geld, aber Vertrauen. Ja, wir haben der Koalition ja auch vertraut, die hatte versprochen, dass sie uns für steigende CO2- und Energiepreise ein Klimageld geben würde. Und Klimageld gibt es jetzt auch nicht. Da hat der Lindner gesagt, das gibt es erst in der nächsten Legislaturperiode. Von ihm. Der Mann ist Optimist. Wollen Sie noch mehr quer? Ja, das ist nicht schwer. Da ist ein Video noch. Oder da, das andere. Oder Sie schauen die ganze Sendung. Das geht auch.